So, moin moin. Es ist jetzt 10.27 Uhr. Ich habe die ersten Kilometer hinter mir. Heute ist der 21.08.2022 und heute ist der letzte Tag meiner Nordwijk-Tour, also diese 4-Tages-Tour. Und heute geht es knapp 60 Kilometer, ein bisschen mehr, nach Utrecht zum Busbahnhof und Bahnhof. Und von da aus geht es dann mit dem Flixbus nach Essen. Also wie gesagt, gleich ist 10:30 und um 18.50 Uhr fährt der Bus. Also müsste nochmal machbar sein. Ich nehme euch mit und bis später. Ne? Oh, eine neue Bilder. Moin, moin. So, jetzt muss ich laut meiner Planung mit der kleinen Fähre rüber. Hier ist der Kanal. Da geht ein Flugzeug wieder hoch. Ich bin schon wieder in der Nähe des Flughafens. Und hier ist ein See. I went out and tried to cut a pine tree down. This must be a name.
and sticks against my chest. I'm Alice. Dear Queen of Hearts, I'ma grow you white roses so you can learn to be kind. Oh, oh. Tell King of Hearts oh, 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 to arm all his forces so you can learn to be kind. Servus. Ich bin's, Martin. Was hupt da einer? Naja, wollte nur sagen, es gibt vieles. Es gibt vieles, was ich schon gesehen habe, was auf dem Feld wachsen kann. Aber dass auf dem Feld holländische Flaggen wachsen, das wusste ich noch nicht. Hier, die sind wahrscheinlich angebaut und auf dem ganzen Feld wachsen dann. Ne, Schiss beiseite. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Warum hier so viele holländische Flaggen hintereinander hängen. Na, das ist schön, dass die immer wieder zu sehen sind. Aber hier so viel auf einmal im Niemandsland. Egal. Ich wollte nur sagen, es sind jetzt schon fast 28 Kilometer hinter mir. Ich habe noch keine 12 Uhr. Ich habe einen Schnitt von über 20 km/h. Der Grund ist einfach, es ist unterwegs relativ wenig bebaut. Auch wenn ab und zu mal bebaute Ecken sind. Und ich fahre ja Richtung Osten von der Nordsee aus und klar, da kommt der Wind her aus dem Westen von der Nordsee. Da kommt gerade ein Flieger, der startet wieder. Irgendwo da hinten ist Amsterdam. Ja, und die Strecke ist zwar heute nicht so schön wie gestern und vorgestern, aber macht auch Laune. Und was ich sagen wollte vorher, heute Morgen, als ich mit dem Frühstück fertig war, habe ich auf dem Radarbild geguckt und da sollte ein Regenschauer runterkommen, kurz vor 10. Das ist auch gewesen. Das habe ich dann abgewartet und jetzt fahre ich den Regenschauer immer hinterher. Also die Wolken, die da zu sehen sind, ich glaube, das sind die, die vorher über Noordwijk runtergekommen sind, also der Regen. Hallo. Ja, hab also gut aufgepasst, abgewartet, bin selber nicht nass geworden, aber ich glaube, selbst wenn ich nass geworden wäre, wäre es nicht schlimm geworden. Wir haben jetzt gefühlt so 23 Grad oder so, zwischendurch kommt die Sonne durch, dann wieder die Wolken, ist alles gut. Ja, und ich freue mich auf die nächsten 34 Kilometer noch und dann bin ich in Utrecht am Bahnhof. Ich schätze mal gegen 14 Uhr und ich habe erst um 18 Uhr noch was und den Bus. Ich guck mal, was ich da mache. Vielleicht fahre ich noch eine extra Runde in Utrecht oder sonst was. So, bis später, ne? Tschüss. Oh, what a start. Inside out and upside down. No stress, I'ma clean up this mess. La like Alice. First hand me scissors, then bring out the heavy artillery. Oh, justice is my middle name. I'm Alice.
gonna grow you white roses, so you can learn to be kind. Taking your heart to Amalie's faucet, so you can learn to be kind. In the horizon, Servus, ich bin's. Es ist jetzt 20 nach 1. Ich habe gerade eine Pause gemacht. Ungefähr 20 Minuten war ich eine Cola trinken und ein bisschen die Tour umgeplant. Habe jetzt aber nur 3 Kilometer drangehangen. Also ein bisschen anders verplant, damit ich ein bisschen später ankomme, aber auch nicht viel später. Ich muss halt nicht den kürzesten Weg nehmen. Ja, und es läuft. Die Landschaft ist, wie halt von Holland erwartet, flach. Wetter ist passend, also ist jetzt nicht zu heiß. Die Sonne scheint nicht immer, aber es ist trocken. Das ist schön, obwohl die Wolken da sind. Es sind noch 20 Kilometer vor mir bis zum Bahnhof. Vielleicht werde ich jetzt schon mal ein Resümee ziehen von den letzten 4 Tagen. Also erstmal vielen herzlichen Dank für die tolle Idee an meine Nichten und meine Schwester mit der Familie hinten dran, also ihr Schwager, die beiden Ehemänner. So, es waren bis jetzt tolle 4 Tage mit einer kleinen Panne. Die hatte ich am zweiten Tag, da hat sich die Schraube von dem Schutzblech gelöst, aber die ist nicht verloren gegangen, weil die zu lang ist. Hatte ich schon zum Glück das Problem, war schnell behoben, dann ging es weiter. Ansonsten die letzten beiden Tage, die waren die schönsten Tage, da muss ich ganz ehrlich sagen, gestern und vorgestern. Ihr könnt euch das natürlich auf meinen Videos anschauen, die ich schon hochgeladen habe. Ja, und ansonsten war mal wieder schön, zum 5. Mal, glaube ich, in meinem Leben eine längere Tour, eine Mehrtagestour in Holland gemacht zu haben. Und so langsam gewöhne ich mich daran, dass die Mofas hier auch auf den Radwegen fahren dürfen. Die ersten 3-4 Male habe ich mich jedes Mal, wenn so ein Mofa an mir vorbeigefahren ist, gezuckt, erschreckt. Man hört das Geräusch, das ist klar, da ist man es aber gewohnt von zu Hause, von Deutschland, das Ding fährt an der Straße. Hier ist das nicht so. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Also es ist zwar immer noch nicht nachvollziehbar, warum die Mofas hier auf den Radweg fahren dürfen, aber vielleicht nehmen die halt weniger Platz dann für die Autos auf der Straße. Ja, und mittlerweile zucke ich nicht mehr zusammen, wenn die Mofas an mir vorbeifahren und ich höre die schon von hinten und dann weiß ich, aha, da kommt schon wieder eins. Ja, ansonsten, Radwege in Holland sind klasse, das braucht man glaube ich nicht zu sagen. Wer schon mal hier war, der weiß es. Und also der Ruf der holländischen Radwege ist ja berühmt. Ich weiß, in Belgien ist es mindestens genauso schön wie hier. War ich auch schon mal, aber noch nicht so oft. Ja, und ich sag mal, ich bedanke mich erstmal bei den allen, die mir zugeschaut haben. Ich freue mich von euch über einen Daumen nach oben und über ein Abo von euch. Würde ich mich auch freuen. Und ich sag mal, wir sehen uns bestimmt bei dem nächsten Video. Falls ich mich heute nicht mehr melde, sage ich mal ciao, adios, goodbye. Und ansonsten, die letzten 20 Kilometer, die nehme ich euch einfach mal mit. Ne? Bis dann. Tschüss. Cooler Radweg.